Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge zu FIFA 16 und ja, die Top 50 Spielerbewertung. Und wir fangen einfach direkt mal an. Und Platz 40 ist Gerard Piqué, der eine 85er Bewertung bekommt. Also ist er plus 1 und eine Arbeitsrate von Hochmedium. Ihr seht es ja hier an dem Bild. Bekommt ein 85er, ja, an sich gut, hat eine gute Saison gespielt, immerhin war es so, naja, auch Champions League-Sieger geworden. Und er hat da großen Anteil dran getragen. Nummer 39 ist Mats Hummels. Und ja, ganz ordentliche Saison hat er gespielt. War zwar auch eine Zeit lang nicht in Topform, hat er auch gesagt, war ein bisschen übergewichtig. Aber okay, er bekommt trotzdem 86, ist ganz okay. Kann ich mit leben, er ist ja immer noch ein sehr guter Verteidiger. Platz 38, Schweinsteiger, bekommt ein Downgrade um minus 2 und ein Pace-Downgrade um ganze 10 Punkte. Ja, und sonst auch keine Nerfs, keine, ja, Abschwächungen, denke ich, ist okay, obwohl dann doch in Defensive finde ich ein bisschen viel weggeholt worden, aber geht allem in allem klar, immer noch Arbeitsrette hoch und ist nur noch eine elegante Karte. Kommen wir zu 37, Marco Reus, ja, und der behält die 86, überraschend eigentlich, da er an sich schon eine schwache Saison gespielt hat, seiner Verhältnisse nach, er war halt auch sehr viel verletzt gewesen und, aber ich denke, allem in allem kann man ihm 86 geben, die Qualität hat er auf jeden Fall und ist immer noch eine starke Karte. Platz 36 ist Wayne Rooney, der 86 auch beibehält. Und ja, der bekommt wie in der Prognose keine großen Änderungen. Leider bekommt er ein Pace nichts dabei, aber hat jetzt eine Arbeitsrate von mittelhoch. Das heißt, man kann ihn theoretisch im Mittelfeld spielen lassen. 47 Def ist auch ordentlich. Die hat er auf jeden Fall, der auch wirklich sehr vielseitig agiert. Und ja, kommen wir zu 35. Ist Arturo Vidal, der ja ein kleines Upgrade auf 86 bekommt. Finde ich verdient, hat er sich erarbeitet. Und diese Werte sind auch nicht schlecht auf jeden Fall. Wird der sicherlich gespielt werden, aber Arbeitsreiten hoch sind eh grandios und kommen wir zur 34. Thomas Müller bekommt im Pace überraschend einen Downgrade, was ich nicht nachvollziehen kann, aber sonst immer noch ordentliche Werte mit hoch und sind immer noch ein richtiger Abschlussstürmer, endlich zentral, das heißt, er wird sich auch gepickt werden und kommen wir zu 33. Karim Benzema bekommt ein Upgrade, beziehungsweise behält die 86, finde ich ja nicht nachvollziehbar ganz. Hat eine schwache Saison gespielt eigentlich, Anfang der Saison auch ein bisschen Buhrufe bekommen und, aber okay, 86 allem an geht klar, er ist ja kein schlechter Spieler, Defensive 22 auch richtig harsch, aber gut, damit muss er halt leben. Kommen wir zu 32, Thibaut Courtois behält auch diese Wertung. Ja, wie schon, glaube ich, in der Prognose angedeutet, behält er das hier alles ganz an, keine großen Änderungen, aber ist auch ganz okay. Und zu 31, Paul Pogba, der wahrscheinlich bei Juve bleiben wird, 86 auch ein kleines Upgrade, obwohl er schon ein stärkeres Upgrade bekommt, aber dafür sind die Werte einzeln nicht stark gepusht worden. Ja, leider keine 5-Sterne-Skills, aber trotzdem immer noch eine tolle Karte mit Hoch-, Mittel-, Arbeitsraten und ja, das waren die Plätze 40 bis 31. Morgen kommen dann 30, 21. Wenn ihr die sehen wollt, dann kommt bei meinem Kanal vorbei oder abonniert mich, dann werdet ihr es nicht verpassen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Euer Heldig ist raus. Bis denne. Tschö.